In der heutigen Zeit gibt es ja viele kleine Helferlein, die einem beim Training, ein bisschen zu Hause und auf dem Stand unterstützen. Eines dieser Helferlein ist ja, wie ich in den letzten Videos gezeigt habe, das Mantis X Trainingssystem. Nein, das ist jetzt nicht nochmal ein Mantis-Video, sondern es geht um etwas anderes. Wenn ich jetzt das Mantis an der Zubehörschiene meiner Glock oder einer anderen Pistole montiert habe, habe ich gegebenenfalls ein Problem. Nein, es ist kein waffenrechtliches Problem, weil das ist ja keine Lampe, kein Laser, gar nichts, sondern ein Führproblem. Schwierig ist, dadurch, dass etwas an der Schiene dran ist, ist natürlich hier unten alles ein bisschen größer. Und damit passt es nicht in die normalen Holster rein. Als Beispiel habe ich jetzt zum Beispiel hier das Zytec Fast Draw Holster. Und wie man sieht, ich kriege die Glock hier nicht rein. Weitere Option wäre hier jetzt zum Beispiel das Zytec Duty Holster. Auch hier passt nicht rein. Genau dasselbe ist bei IDS und wie sie alle heißen wollen. Aber es gibt eine Abhilfe dafür. Und die möchte ich euch ganz kurz vorstellen. Und zwar gibt es vom Hersteller Phobos, ich hatte das Holster schon mal vor längerer Zeit vorgestellt, das Modell RBT-17G. Das gibt es für unterschiedliche Pistolenmodelle, auf jeden Fall für unterschiedliche Glock-Modelle. Hier ist es jetzt natürlich für die Glock 17, 22 und 31. Das ist das Phobos RBT-17G. Was unterscheidet dieses Holster von anderen? Dieses Holster unterscheidet sich dadurch, dass es hier im Bereich unter dem Lauf offen ist. Und damit kann hier Zubehör montiert und geholstert werden. Wir haben hier ein kleines Scharnier, damit das auch beim Ziehen entsprechend aufgehen kann. Und gegen ein Rausfallen wird es durch diesen Bügel gesichert. Das heißt, letzten Endes aufmachen, ziehen, fertig. Um die Waffe entsprechend zu positionieren, haben wir hier drin einen kleinen Dorn. Das bedeutet im Klartext, wir setzen die Pistole einfach ein, geht butterweich und sie sitzt. Und ihr seht, das Mantis ist montiert. Jetzt kann ich hingehen, kann das Holster ganz normal an meinen Gürtel, Koppel, was auch immer. Hier in diesem Fall ist es nun mal die Paddle-Version. Ich weiß, ich bin kein Paddle-Freund, aber hier ist es jetzt nun mal so, das ist für mich auch kein Wettkampfholster, da ich dieses Holz, da ich das Mantis nicht unbedingt mit auf den Wettkampf mitnehmen würde. Das wäre mir einfach zu affig, zu blöd. Das ist für mich tatsächlich jetzt nur für Training. So, wie gesagt, die Waffe ist jetzt geholstert. Sie sitzt sehr stramm hier drin. Sie hält auch, wenn ich den Bügel einfach mal offen lasse. Das heißt, ich kann mich hier ziemlich frei bewegen. Aber dennoch kriege ich die Waffe schnell und sauber gezogen und auch wieder geholstert. Und das trotz montiertem Mantis X. Das heißt, ich kann ganz einfach nach oben ziehen. Die Waffe verkantet sich ganz leicht beim Ziehen aufgrund der Federspannung hier, was aber nicht weiter schlimm ist. Und natürlich auch aufgrund der Verschraubung vom Mantis. Und geholstert wird einfach leicht verkantet schräg nach unten rein und fertig. Ich kann auch dieses Teil ein bisschen wegbilden. Dann zieht es sich noch ein bisschen einfacher. Das ist im Grunde genommen wie so eine Art kleine Bremse. Das Holster liegt bei knapp 30 Euro. Erhältlich ist es bei ballistak.de. Da hatte ich auch meinen Ronin-Schaft her. Sehr netter Shop, sehr schneller Versand. Super geiler Service, kann ich nur empfehlen. Der Tragekomfort des Holsters ist auch einwandfrei. Ich werde es heute mal ein bisschen länger anhaben, wenn ich bei unserem Training bin. Und werde dann auch nochmal meine Erfahrung dazu bringen. Und ja, das ist das BT-17G Holster von dem israelischen Hersteller Phobos. Absolut empfehlenswert, wenn jemand ein Holster sucht, um eben mit Zubehör, ich sage mal jetzt außerhalb von Deutschland, wo es ja verboten ist, aber wenn einer mit Laser oder Lampe ist, Deutschland nicht erlaubt, aber in anderen Ländern vielleicht. Genau dafür ist es eigentlich gemacht und wer mit dem Mantis auf einer Glock oder vergleichbaren unterwegs ist und möchte damit, sage ich mal, auch sein dynamisches Training ein bisschen aufzeichnen, hey, genau dafür ist dieses Holster da.